Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum Unboxing der Loot Gaming. Und natürlich ist die Box wieder mal beim Zoll gelandet, aber ich habe ja meinen treuen Zollmitarbeiter, der mir hilft. Hallo Chris Tainment! Moin, hallo! Ja, ich habe die Box gekriegt. Frisch vom Zoll. Das ist meine Box. Nein, ich hab die geholt. Jetzt die Box her. Ich hab die geholt. Du hast die geholt, gib die her, verdammt mal so. Das ist meine Box. So, ja, war schön mit euch. Nein, wir packen jetzt natürlich auch so. Ja, Chris Tainment, Ladies and Gentlemen. Hallo. So, jetzt bitte Applaus einwenden. Ja, gut, wunderbar. Haben wir gemacht. Alles klar, läuft bei euch. Du machst das ja nicht so gerne mit reingucken in die Box, ne? Nee, dann machen wir das heute mal so. Überrascht mich. Ich klappe sie auf, dass du nichts siehst. Ich musste sie aber im Zoll öffnen, ich ne? Ich sehe es doch im Bildschirm. Dann guck doch nicht hin. Oh, das ist dann ja machen so, dann machen wir es so. Du hast doch gar nichts gesehen. Erzähl doch nichts. So, ich reiche dir die Items raus und dann reden wir drüber. Okay. Loot Gaming, das ist übrigens die November Loot Gaming. Was haben wir heute für ein Datum? Oh, wir haben Mitte, fast Ende Januar. Ja, siehst du, ist Mitte Januar. Wir haben Mitte Januar. Tatsächlich, also sie war ein bisschen länger unterwegs. Ne? Das ist schon heftig. Ja. Ein Shirt. Wir fangen mal mit dem T-Shirt an. Es ist ein graues T-Shirt. Oh, PlayStation. Mögen wir graue T-Shirts? Magst du graue T-Shirts? Manchmal, aber zu bestimmten Anlässen natürlich nicht. Weil das ist ja dunkelgrau, das ist ja ganz was anderes. Also den Print finde ich gut. Ich weiß zwar nicht, was es jetzt genau ist, ich würde aber sagen, God of War würde ich jetzt sagen. God of War, ja, das ist tatsächlich God of War. Ich meine, ist leicht zu erkennen, weil jetzt ist Sony, ne? Ja, Sony PlayStation Exclusive Official. Genau. Also nichts Exclusive, aber Official. Ja. Ich zeig's mal richtig schön hier, dass ihr auch das Logo richtig schön seht. Guck mal, und es Da steht auch drauf, God of War. Sehe ich jetzt erst am Ärmel. Also, damit ich keinen Quatsch erzähle, es steht sogar wirklich drauf. Was ihr gar nicht sehen könnt, weil ich das überhaupt nicht sauber in die Kamera halte. Also ist egal, es steht halt God of War. Graue T-Shirts sind immer so ein Problem. Ja, wenn es warm ist und man sich viel bewegt, dann kann man unter den Armen was sehen oder am Rücken oder ja, so. Ja, man sieht ja auch mehr Kontur. Das so als dicker Mensch sieht man dann zu viel Kontur, das mag ich nicht. Ansonsten finde ich es aber ganz okay. Es ist jetzt ja nicht so ganz, also es ist grau. Es ist nicht so ganz, aber grau. Okay. Also ich find's gut. Findest du ein gutes Shirt? Ja, ist ein schönes Shirt. Nicht meine Größe. Das Schöne ist aber, die Sachen aus der Loot Crate, die T-Shirts, ne, die haben immer einen guten Fit. Also ich finde, die passen immer sehr gut. Mir persönlich, also... Demnächst, bei Silent Mike in den Videos. Ja, mit Gears of War. Gears of War. Wie soll ich Gears of War Shirt? Das ist was anderes. Aber GOB ist tatsächlich... Ja, genau. Gears of War... Wie heißt du nochmal? God of War. God of War. Ich hab das selber so nicht. Gov. Gov. Naja, aber es ist halt... ja. Es ist okay, ich finde es auch ganz witzig. Gefällt mir auch ganz gut. Auf Schwarz hätte ich es auch noch geiler gefunden. So, das brauchen wir nicht. Das kommt ganz zum Schluss. Achso, du darfst ja nicht reingucken. Ein Posterbuch. Ja, das kommt zum Schluss. Machen wir zum das ist Schluss. Ein Poster. Das, wir machen jetzt erstmal das hier. Oh, ein Lanyard. Auch Kingdom Hearts. Wir alle lieben Lanyards. Ich weiß nicht, packst du das auf? Ja, pack das mal aus. Oh, mit inklusive Sticker. Ein Collectible Sticker. Da muss irgendwo. Da oben. Boah, das ist so einfach heute, ich brauche hier gar nichts machen, total gut. Ja, erst muss ich die Box holen, weißt du, und dann muss ich auch noch einen ganzen Kram hier auspacken. Na gut, das ist doch gerissen. Kingdom Hearts ist ein Spiel, was ich gerne mal spiele. Ich habe es immer noch nicht gespielt, noch keinen einzigen Teil, aber ich würde es gerne mal machen. Echt? Ich habe oh, der Schlüssel ist da, der Schlüssel. Damals in der PlayStation habe ich mal. Hier ist der Schlüssel dabei und natürlich, da ist ein Sticker mit dabei. Das ist tatsächlich ja eigentlich das Schwert, das der Sora in der Hand hält, der Hauptcharakter. Ne? Und da gibt es ja diese Truppe mit Assassination 13 oder so, die haben auch irgendwas. Ich kenne mich da aber auch nicht gut aus. Aber du siehst ja hier, die haben ja auch dann diese Waffen da drin. Ja, genau, diese riesengroßen, diese übertriebenen Waffen. Das Schöne an Kingdom Hearts ist halt ein Spiel, wo die ganzen Charaktere von Disney halt mit vorkommen. Mickey Mouse und so weiter. Was ich cool finde, ihr habt hier einmal den Schriftzug auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist dann dieser Schwertschlüssel. Ja, finde ich also ganz cool. Ist ein cooler Print, geile Farben auch. Ich war immer fest überzeugt, die kommen aus Final Fantasy. So nee, die sehen halt ein bisschen so aus. Ja, das Spielprinzip deswegen. Ist ähnlich, ne? Aber es ist halt tatsächlich eine komplette Eigenkreation von Disney. Man merkt, ich habe noch nie Final Fantasy gespielt. Macht ja nichts, ich kenne mich da auch nicht gut aus. So, was haben wir denn als nächstes? Oh toll, ein Mauspad oder was? Funky, just funky. Das ist eine Firma, die ist mir häufiger schon aufgefallen in letzter Zeit. Das ist ein Mauspad. Das ist tatsächlich ein Mauspad. Das ist leicht gefickt. Oh, was ist das denn? Black Marsh. Oh, Black Marsh. Skyrim. Hammerfett. Ja, hier. Gut, dass du da bist. Ich hätte es nicht gewusst, tatsächlich. Ich habe Skyrim immer noch nicht gespielt. Ich komme da nicht zu. Das ist. Ah, es steht drauf. Okay. Ich habe es aber vorher schon gewusst. Also, es ist eine Karte von. Oh, jetzt habe ich den Namen nicht drauf. Skyrim. Nein. Das Land heißt anders.
Hammerfall. Auch nicht. Das Deine ist, Mutter. Deine Mutter. Hammerfall ist ein Start. Auf hier, Tamriel, glaube ich, heißt das. Ist halt ein Mauspad-Karte von Tamriel. Es ist halt sehr. Also Oblivion. Das ist voll dick und so. Wenn ja. Da kriegst du hier. Ne, aber dann ist es so klein. Ich brauche immer so ein bisschen mehr so einen Platz, damit ich dann so ein bisschen. Stimmt, es ist ein bisschen unförmig. Vielleicht muss ich es auf die Länge machen. Aber zum an die Wand hängen ist das natürlich eine feine Sache. Ne? Oder sich irgendwo hinzulegen, wo man, keine Ahnung, wenn man so öfter mal so den Arm ablegt oder so, dann kann man sich das. Legst du öfter mal den Arm ab? Ja, so am Fensterbrett und dann. Ja, guck mal hier. Ne? Genau, dann kannst du. Das ist auf Fensterbrett, genau, dann kannst du draußen meckern. Ey, nehmen Sie mal den Wagen da weg, da haben Sie nicht zu parken. Oder wenn ihr noch zur Schule geht und ihr habt vor euch da ein Mädel oder einen Jungen, den ihr toll findet, dann könnt ihr so. Ah, oh ja, auch schön, sehr schön. Wir machen weiter. Ganz schnell bitte. Was für Albernheiten. mit dem Ding weiter. Oh wow. Ja, das ist immer. Loot Gaming der, Blade. Genau, das ist der Pin aus der Loot Gaming. Der sieht cool, aber sieht echt nice aus. Die sind manchmal ganz nett. Ich finde es halt meistens schade, dass da immer noch draufsteht Loot Gaming, bla bla bla, weil das dann halt. Rennt da jemand mit rum? So ist das ein Sammelobjekt, was man sich irgendwo hinpinnt, aber würdest du damit rumrennen, da steht Loot Gaming drauf? Warum? Ich habe einen Satzkasten, wo ich die ganzen Dinger hinpacke. Okay. Das war übrigens das Thema Blade. Das ist aber Blade. Achso, Blade vom Thema Schwert. Ja. Nicht vom Thema Film. Es gibt ja einen Film, der Blade heißt, so eine Filmreihe. Mit das ist ja von Blade. Von Blade. Oh. Dann haben wir dieses Item hier. Noch ein Schlüssel. Guckst du? Ja, das ist jetzt das Schwert. Also das ist der genau. Kingdom Hearts, das Schwertschlüssel-Ding-Kram mit Mickey Maus Öhrchen Verifizierungs-Keyring. War das das? Das Mickey Maus. Achso, tatsächlich. Ja. Da hängt so eine kleine Mickey Maus dran. Die finde ich ja cool. Damit du weißt, ja dass das von Disney ist. Die finde ich ja viel besser als den Schlüssel selber. Kannst du ja abmachen. Das ist ja voll gut. Aber das Gefährliche ist ja dabei, wenn du das wirklich als Schlüsselring benutzt, als Schlüsselring-Anhänger und du dann den Schlüssel daran machst. Ich glaube, viele Leute werden den Schlüssel irgendwas wechseln. Ja, wenn du damit alle Türen aufkriegst, ist ja kein Problem. Das ist natürlich geil, aber dann. Ich weiß nicht. Ich komm nicht rein. Ist aber witzig. Vor allem ist der dezent, also finde ich relativ dezent. Ich weiß bloß nicht, ob sowas kaputt geht in der Tasche oder wehtut, wenn man den dann hier so. Naja. Ausprobiert. Dann haben wir Werbung. Werbung. Pizza? Ja, die funktioniert hier eh nicht in Deutschland. Das ist hier HelloFresh. HelloFresh. 1000 Euro Rabatt. Und jetzt haben wir hier noch ein Item in der Box. Wenn wir für 5000 Euro bestellen. Und das ist dieses Item hier. Oh toll, Assassin's Creed. Genau. Oh, ist das schwer. Ist eine Seife oder was? Dann lass mich jetzt drucken. Das ist Seife. Also, es ist eine Metallbox mit Assassin's Creed Logo. So sieht man das. Ja. Das ist echt Seife, oder? Oder ist das ein Kartenspiel? Mach doch mal auf. Ja, Gott sei Dank ist das ein Kartenspiel. Seife. Obwohl Assassin's Creed Seife wäre auch nicht schlecht. Ich wasche also meine Hände in Unschuld. Nach der Skyrim-Kerze heute. Also es ist wirklich, auf der einen Seite habt ihr das Assassin's Creed-Logo, auf der anderen Seite dann jeweils das Deck. Ich mach das immer ganz gerne mal so, dass ich mal. Guck mal, da siehst du dann hier. Weißt du, kennst du den? Weißt du, welcher das ist? Kennst du dich da aus bei Assassin's Creed? Ist das einer von den. Na, das kann man nicht erkennen, oder? Ist das Ezio? Nee. Enzio ist das nicht. Hieß der nicht Ezio? Keine Ahnung, ich habe da nur zwei Spiele angespielt. Ezio Amore, nee, keine Ahnung, wie der heißt. Na, und auf der Rückseite halt, ne? Wie gesagt. Aber diese Kartenspiele gibt es halt von jedem großen Spiel oder Merch gibt es das mittlerweile auch von Zelda und von, sogar von, ich glaube auch von hier, God of War, wo dann der Joker, wo der Joker halt ein anderes Bild hat, die Dame, der König und so weiter. Das ist ganz witzig gemacht. Hier wird das wahrscheinlich ähnlich sein, das ist halt ein ganz normales Kartendeck. Und ihr wisst ja, so ein Kartendeck macht man jetzt nicht vorher auf, weil wenn man da anfängt zu spielen, muss das ganz frisch und neu sein. Ne? Immer mit einem frischen Kartendeck spielen. Genau. Ja. Just funky. Aber ich finde die Dose schon ziemlich witzig. Ja, da passt auch eine Seife rein. Ja. Wenn ihr also eine Seife habt, dann macht die da schön rein. Schön. Das ist doch so eine alte. Die Brotdose für das kleine Kind. Kennst du noch die Werbung damals für die Fahrseife und so? Na, mit der Troller, die da lang getingelt ist am Strand und dann ins Wasser gesprungen ist und gar nichts anhatte? Nein. Das Werbung sind so Zeiten, wo ich noch keinen Fernsehen gucken durfte. Werbung in den 80ern, so war das damals. Für Fahrseife. Angeheim. Ja, Loot Gaming, wir haben hier noch das Poster. Ach ja. Das Poster ist hier immer auch gleich die Spoilerkarte. Die Spoilerkarte? Ja. Ach so machen die das, guck mal einer. Dann hast du hier so ein Poster, ich weiß nicht, ob es ein Bild ist. Der Elder Scroll online. Ist auch online, ne? Ja, ist online. Oh, ja, und auf der Rückseite siehst du dann halt die Sachen, die drin sind. Das ist ja auch geil gemacht.
Ja, obwohl gefaltete Poster sind natürlich Banane, vor allem nicht so geil. Hier sieht man auch die Karten. Ja gut, da sieht man jetzt nur die Asse. Aber sonst. Ach ja, Epic Drop gab's auch noch. Und zwar Lucky Winner Set PlayStation 4 Pro und einmal God of War als Spiel. Haben wir nicht gewonnen. Na, das wäre auch schwierig gewesen, das dem Zoll zu erklären, wie ich das wie das nur $20 gekostet hat. Ja. Wenn ihr ein Loot Gaming haben wollt und in der Videobeschreibung ist ein Link, den könnt ihr benutzen. Theoretisch spart ihr dabei nochmal $5. Das ist ja ziemlich witzig. Mich supportet ihr damit normalerweise auch ganz gut. Wobei ich nicht weiß, ob doch bei Loot Gaming klappt das eigentlich auch. Könnt ihr ja mal machen, wenn ihr Bock auf eine Loot Gaming habt. Ne? Wie gesagt, die dauert jetzt ein bisschen. November-Box. Sparen ist immer gut. Ja. Ja, und ansonsten, ne? Wie gesagt, vorhin schon erwähnt, ne? Bei Chris Tamant vorbeischauen. Ne? Coole Sache. Der freut sich auf dem Kanal. Auf man hat auch viele schöne Unboxings und so. Und ja. Toy-Reviews. Und Toy-Reviews, und genau. Lustige Sachen. Und Dance-Offs und so. Richtig. Und eure Aufgabe jetzt hier ist einfach Däumchen da lassen, Glocke klicken, Kommentar da lassen, Abo da lassen und nächsten Video schauen. So viele Sachen auf einmal. Das schafft ihr aber. Gut, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Dasein. Vielen Dank fürs Da-Haben. Ja. Jo, ich bin dann raus. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.